In der letzten Folge angekündigt, heute wird abgerechnet mit mir und meinem Geschmack, weil ich heute viele mit meinen Lieblings-M4A1S-Skins triggern werde. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case & Kaffee und natürlich einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Freitag. Und ebenfalls einen frohen 1. Dezember. Der Countdown für Weihnachten beginnt, was ein Fest. Gerade angesprochen, der Trigger, da gehen wir sofort rein. Die Skins der A1, die bei mir nicht ganz oben dabei sind, sondern eher ganz unten. Und das sage ich ganz direkt und ohne Weichspülerei. Die Player 2 ist einfach nicht mein Stil. Ist nicht mein Thema, da bin ich raus. Die Imminent Danger finde ich einfach per se flat out hässlich. Jetzt wird's für viele höchstwahrscheinlich schwierig, denn die Blue Phosphor geht eiskalt an mir vorbei. Ich finde die nicht geil. Ich finde die vor allem nicht 700 Euro geil. Die ist blau, die hat ein bisschen Tiefe, das stimmt, das ist ein Pluspunkt im Vergleich zum Beispiel zu der Hot Rod, die nämlich auch nicht oben dabei ist, sondern unten. Die ist einfach plain rot für 1000 Euro. Jetzt kann man natürlich argumentieren mit Stickern. Da kann man schöne Crafts mitmachen, das mag stimmen. Aber der Skin alleine von der Blue Phosphor und von der Hot Rod, ich finde es einfach nicht geil. Ich fand die damals schon nicht geil in CSGO, als die rauskam, 2020. Und ich finde jetzt immer noch nicht geil. Die Blue Phosphor jedenfalls, die kam 2020 raus. Die Hot Rod schon 2015. Merkt man auch ein bisschen am Stil, wie gesagt. Ne? Die Hot Rod ist einfach plain rot und die Blue Phosphor hat ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen Struktur da drin. Das finde ich schon ein Upgrade, aber ich finde die beiden komplett furchtbar. Die gibt's einfach nicht in clean. Immer Scratches, immer Kratzer, einfach ungeil. Und zum Abschluss ein Skin, der ebenfalls keine Emotionen in mir auslöst, ist die Masterpiece. Ich habe mich an der einfach satt gesehen. Ich bin fertig mit der. Wir existieren parallel. Wir schneiden uns nicht, wir kreuzen uns nicht. Wir haben nichts miteinander zu tun. Wir haben eine Distanz und die wird beibehalten. Und das ist auch in Ordnung. Die Masterpiece einfach nicht mein Ding. Und mir ist klar, dass die Auswahl von Skins, die dementsprechend irgendwo zwischen C und F-Tier landen würden, dass das kontrovers ist. Das ist mir aber egal. Stattdessen Skins, die bei mir ganz weit oben angesiedelt sind. Und da gehen wir erstmal rein in den Klassiker. In den No-Brainer. Der Skin, auf den sich, ich würde jetzt mal behaupten, ganz frech, die meisten darauf einigen können, dass es ein mindestens stabiler, geiler Skin ist, mit dem du nichts falsch machst, die A1 Hyperbeast. Absolut geil, dabei schon seit 2015 wie die Hot Rod und so viel geiler. So viel geiler. Stabiler Skin und ich persönlich immer noch nicht satt gesehen. Immer noch geil, wenn man die sieht im Game, immer ein positives Erlebnis. Ich habe noch nie eine Hyperbeast gesehen und mir gedacht, boah, nee, nicht schon wieder. Noch nicht vorgekommen. Einfach geil. Einfach stabil. Ebenso, die Cyrex wurde in CS2 ein bisschen neu geboren. Ein bisschen, nicht stark. Sie ist immer noch Teil der Breakout Collection, das heißt rein preislich betrachtet, hat sie einen Aufschwung bekommen durch den Release von CS2, aber ist halt immer noch Teil einer Case, wo man halt wirklich alles haben möchte. Wirklich alles, außer die Skins. Rein das Butterfly, alles andere ist vollkommen scheißegal und dementsprechend auch die Cyrex. Bedeutet aber auch, und das ist jetzt der Vorteil, die kann man in FN sich günstig schießen. Das ist geil und ich finde die Cyrex finde ich sehr stilvoll. Und auch ein Skin, den man heutzutage sehr selten sieht. Auch das ein Punkt, den wir heute noch ein paar Mal hören werden, wie zum Beispiel auch geile Überleitung. Bei der Atomic Alloy. Und jetzt wird schon der erste Widerspruch bekannt, weil die Atomic Alloy gibt es ebenfalls nicht in clean. Und das tiltet mich. Und zwar aufs Übelste. Atomic Alloy Orange ist das Thema und das finde ich natürlich vorzüglich. Ein Skin, der nicht so wirklich ein Upgrade bekommen hat durch CS2. Ich würde sagen, die Atomic Alloy ist ziemlich gleich geblieben, vom Feeling her jedenfalls. Ich finde die aber trotzdem geil. Ich finde die äußerst geil. Ich meine, die meisten Skins, über die wir heute reden werden, möchte ich irgendwann mal in meinem Inventar haben. Das ist, glaube ich, klar. Aber die Atomic Alloy ist schon weiter oben dabei. Ganz klar. Die Prince Dream, das ist eine Geschichte, das ist eine Achterbahnfahrt. Meine Meinung zu der, meine Bindung zu diesem Skin, die übrigens erstens nicht existent ist, weil ich habe den Skin noch nie gehabt, aber ich finde die Prince Dream nach wie vor ziemlich geil. Ich fand sie ja äußerst schick in CSGO. Natürlich. Im direkten Vergleich. Und klar, jetzt hat sich mit der Zeit noch ein bisschen was getan. Das Vergleichsvideo ist schon ein bisschen alt. Skins werden nach wie vor bearbeitet, genauso wie die Sticker auch. Ich muss aber sagen, der allgemeine Look der Waffe, der Skins, ist in CS2 geiler als noch in CSGO. Der Pearlescent-Effekt ist das, was so ein bisschen fehlt. Also ein bisschen stark. Am Ende war das ein großer Faktor der Selling Points von diesem Skin. Ich finde die Prince Dream aber nach wie vor einfach geil. Und der Preis sagt uns, da bin ich nicht der Einzige, einfach schick. Irgendwann. Die A1 Decimator, starkes Upgrade bekommen in CS2. Und hier muss ich ehrlicherweise sagen, und diese Aussage macht mir eventuell auch schon wieder keine Freunde. Aber, wenn wir hier diese pinken Elemente rausnehmen und einfach das Blau weiter durchziehen würden, das wäre die bessere Blue Phosphor. Ich sag's euch, die Decimator ist so schick. Die ist so geil, auch von dem Material her. Nicht nur farblich, auch das Material. Das ist ein geiler Skin. In FN Steam-Preis 40 Euro, in MW 20. Das heißt, die kriegt man wahrscheinlich so um die 15. Das ist stark.
Das ist äußerst stark. Großer Fan. Als nächstes haben wir die Welcome to the Jungle, die zum Beispiel nicht auf dieser Liste ist. Von Skins, die ich im Inventar haben möchte. Ich finde die von der Idee her und vom Konzept, auch von der Umsetzung natürlich, unfassbar stark, weil sie diese Idee des Beasts auf der Seite, in dem Fall jetzt eine Schlange, wir haben aber ja auch die Hyper Beast, wir haben die Wildfire, wir haben verschiedene Skins in Counter-Strike, die so ein bisschen das gleiche Leitmotiv haben, nämlich irgendein Tier, irgendein Wesen als Hauptselling-Point zu nehmen. Und die Welcome to the Jungle finde ich sehr angenehm in der Art und Weise, weil sie das nämlich in einem Kontext verpackt. Wir haben hier eine ganz klare Dynamik zwischen dem Motiv der Schlange und dem restlichen Skin. Und dadurch kommt eine gewisse Balance rein und das finde ich bei dem Skin eben sehr geil. Nicht für den Preis, ganz klar, $3000. Oder was sind wir hier? Bitskins sagt 3000 Euro in FN. Das ist ein bisschen lächerlich, ne? Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Sollte es einer sein, dann ein ganz entfernter Traum. Die darf aber natürlich nicht fehlen. Ein sehr einzigartiger Skin. Darüber wollte ich mal gesprochen haben. Und ich habe es in den letzten Folgen schon erwähnt. Natürlich, die Leute, die es wissen, die wissen, die A1 Golden Coil ist einfach in CS2 so unfassbar schön. Und was ich hier vor allem auch geil finde, nicht nur, dass das Motiv allgemein besser kommt, dass es cleaner aussieht und auch nach einer höheren Auflösung. Nee, auch die Farbe geht mehr ins Orange rein, mehr ins satte Gelb und nicht in dieses quietschende. Und das finde ich sehr geil, weil mit diesem Skin kann man ein unfassbar schönes Gelb-Orange-Loadout füllen. Ich habe schon die A4 Buzzkill, ich habe die AK Fuel Injector, die A1 Golden Coil ist im Prinzip die A1, die in dieses Schema passen würde. Jetzt wissen wir ebenfalls, ist mein Traum vom Knife, mein ehemaliges Karambit Autotronic. Rot ist noch sehr gut kombinierbar mit Gelb und Orange. Aber natürlich, wenn wir gerade über den Fall von Gelb und Orange sprechen, geht natürlich nichts über Tiger Tooth und Lore. Das ist, glaube ich, klar. Und dementsprechend wäre das höchstwahrscheinlich vorzuziehen. Aber davon lasse ich mich natürlich nicht beirren. Das Langzeitziel ist Golden Coil. Gerade auch, weil ich aktuell wieder ein bisschen in die A1 reinkomme. Wir machen hier gerade ein ganzes Video über die A1. Eigentlich spiele ich die A4. Aktuell komme ich aber wieder in die A1 rein. Und dementsprechend ist es auch für mich interessant. Und die Golden Coil ist in der Form einfach für mich gerade aktuell, ich sag's jetzt, die schönste und die krasseste, geilste A1, die wir haben. Die preislich erreichbar ist. Wenn wir den Preis außen vor lassen, würde ich trotzdem nicht die Blue Phosphor nehmen. Nee, Golden Coil ist wirklich für mich, weil ich halt eben auch so ein Fan von Gelb bin, ne? Ist einfach geil. Unfassbar schön und gibt's halt eben auch in Clean. Ganz im Gegenteil, die kannst du in FT spielen und du hast eine gute Zeit. Finde ich äußerst stark. Jetzt kommen noch ein paar Honorable Mentions, die man nicht so auf dem Schirm hat, wie ich finde. Und dazu gehört auf jeden Fall die A1 Mecha Industries. Ein Skin, der ein krasses Upgrade bekommen hat durch CS2 und den ich bisher noch nicht einmal gesehen habe in diesem Spiel. Nicht einmal. Das kann auch an mir liegen, natürlich, gebe ich zu. Aber ich habe nichts außer meine subjektive Wahrnehmung. Und meine Wahrnehmung ist, den Skin spielt keiner. Und ich check's nicht, weil der sieht so geil aus. Definitiv wird der auch nochmal kommen in meinem Inventar. Garantiert. Die Control-Panel fand ich schon geil in CSGO. Natürlich, was soll ich sonst anderes sagen? Saftiges Upgrade in CS2 sieht nochmal geiler aus. Ein Skin, auf dem eigentlich kein Platz ist für Sticker. Im Prinzip das komplette Gegenteil von der Hot Rod oder Blue Phosphor. Der Skin, da ist einfach kein Platz. Das Ding ist zugeklatscht bis zum geht nicht mehr. Den Skin muss man nehmen, wie er kommt. Ich finde ihn aber äußerst geil. Sehr extravagant natürlich. Ein sehr lauter Skin, könnte man sagen. Aber ich finde den auch sehr schick. Und eben sehr einzigartig in der Art und Weise. Sie darf nicht fehlen, das ist, glaube ich, klar. Die Mudspec, 1 Euro, Freunde, in FN. Und die sieht geil aus. Denkt euch jetzt mal bitte diese hellblaue Farbe von Industrial Grade weg. Das könnte ganz entspannt ein Purple sein. Und zwar ein verdammt gutes. Die Mudspec ist auf einer Ebene. Und jetzt sage ich es auch. Ich hau hier heute Hot Tags raus am laufenden Band. Die A1 Mudspec ist auf einer Stufe mit der AWP Elite Build und könnte damit ein Pink sein. Der Logik muss keiner folgen. Ich sag nur, geiler A1 Skin. Ich kann nicht aufhören, darüber zu reden. Es ist einfach so. Für 1 Euro weniger wahrscheinlich über den richtigen Markt. Einfach lächerlich. Und was ich geil finde, die Mudspec ist richtig krass im Umlauf. Ich bekomme richtig häufig die A1 Mudspec gedroppt und es freut mich. Ich finde es richtig schön. Ist einfach geil. Schöner Skin. Natürlich auch die Nightmare. Wir haben schon gesprochen über das Wesen als Leitmotiv. Finde ich bei der Nightmare sehr passend umgesetzt wieder. Ähnlich wie bei der Welcome to the Jungle. Auch wieder so eine gewisse Dynamik, so ein gewisser Kontext, der vom Skin aufgemacht wird. Und halt eben eine schöne Balance, ne? Gerade hier finde ich, dass der restliche Skin das Leitmotiv eben mitnimmt und bestärkt. Und das finde ich geil. Ja, ich habe hier noch stehen die A1 Knight. Müssen wir über die wirklich reden? Müssen wir die erwähnen? Ich meine nicht nur, dass sie am Anfang von CS2 unfassbar scheußlich aussah und jetzt wieder geil ist und auch sehr stilvoll. Ich finde sie jetzt besser als in CSGO. Aber ich meine, ey, das ist der fucking Trade-Up zu der Dragon Lore. Also nicht nur, dass das Ding höchstwahrscheinlich
wahrscheinlich nicht bezahlbar ist, sondern auch einfach vom Prestige her. Ich meine, my dad can beat up your dad. Also ich meine, also, oder? Einfach krass. Und gibt's auch nur in FN und MW. Also, mit der hast du eine gute Zeit. Zum Abschluss noch die Chanticleers Fire. Ebenfalls ein kleiner Traum. Ich finde die sehr geil. Von der Idee her, von den Farben, sehr extravagant. Ein sehr eigener Skin. Gibt's so, gerade auch von der Farbkombination, von dem Farbschema, gibt's die einfach nicht häufig. Diese Art von Skin. Und deswegen finde ich die sehr geil. Ich habe ja allgemein schon so einen leichten Drang zum Extravaganten. Dementsprechend passt das natürlich. Und damit haben wir jetzt immer noch über ganz viele Skins nicht gesprochen. Wie zum Beispiel die A1 Leaded Glass. Ich habe die eine Zeit lang gespielt. In CSGO fand ich die auch ziemlich geil. In CS2 nicht mehr so. Ich finde, die hatten nicht Downgrade bekommen, aber die ist ziemlich auf der Stelle stehen geblieben. Wohingegen halt viele Skins krass nach vorne katapultiert wurden. Wie zum Beispiel die Golden Coil. Hat aber dennoch einen kleinen sentimentalen Platz in meinem Herzen. Ganz klar. A1 Guardian, absoluter Klassiker. Aber auch ein bisschen zu schlicht. Geht ein bisschen in die Richtung von der Hot Rod. Nur in blau, in einem dunkelblau. Die braucht Sticker. Das ist leider so. Jetzt haben wir so ein kleines Dornen im Auge Duo. Die Brightwater und die Darkwater finde ich beide absolut phänomenal und gibt's beide nicht in Clean. Und das ist einfach gemein. Die sind beide gecapped in MW bei 0.1 und das ist äußerst schmerzhaft. Die gibt's einfach nicht in geil, also nicht in Clean, die gibt's nicht in perfekt und das finde ich immer so ein bisschen lächerlich. Weil wieso nicht? Wieso nicht? Ich meine, am Ende des Tages ist das auch ein Stilmittel, verstehe ich. Aber gerade bei der Darkwater finde ich das äußerst schmerzhaft. Leider. Eigentlich frech, dass ich sie erst so spät erwähne. Die Icarus Fell. Habe ich gar nicht so viel zu sagen. Außer als auch leichter Traumskin. Die hat gar nicht so viel zu bieten, per se. Aber ich finde die Musterung, ich finde die Farben, den Kontrast. Gerade auch diesen starken Farbwechsel innerhalb von diesem einen Skin. Von dunkel zu hell, wieder zu dunkel zu hell. Finde ich einfach krass. Finde ich äußerst stark. Und irgendwann vielleicht. Irgendwann vielleicht. Nitro, absolut geil. Habe ich gestern erst wieder in dem Match gesehen. Fand ich einfach Zucker. Ist einfach schön, diesen Skin zu sehen in FN. Macht einfach Spaß. Macht einfach Bock. Ist einfach, der Skin ist alt, auch 10 Jahre. Sieht man, aber irgendwie auch so ein zeitloser Klassiker. Einfach schick. Und damit haben wir jetzt aber auch wirklich das Gröbste. Also das meiste. Alle restlichen Skins finde ich einfach nicht geil oder nicht wirklich stark aussagekräftig. Da habe ich einfach keine Meinung zu. Also die gibt's, aber die spielen zumindest in meiner Blase keine Relevanz. Und dementsprechend haben wir heute mal ausführlich über die A1 gesprochen. Und damit ist jetzt auch mal gut. Zum Abschluss noch eine kleine News. Denn wir haben jetzt eine Steam-Gruppe. Lapyrus Fest, der kann man beitreten. Kriegt einen schönen Clantag. Ist sowas Feines, wenn ihr Bock habt. Link ist in der Beschreibung, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, die große Ankündigung. 1. Dezember, der Countdown zu Weihnachten. Und dazu gehört natürlich ein Adventskalender. Eine Möglichkeit für mich, euch ein bisschen was wiederzugeben. In Form von, wie ich finde, schönen Skins. Ein tägliches Giveaway ist das, was uns im Dezember bis Weihnachten begleiten wird. Und wir fangen heute an mit, wie ich finde, einem geilen Skin. Und zwar mit der AWP Exoskeleton. Natürlich, Infect You New. Und wir haben hier in dem Format von Case & Kaffee über die Zeit schon ein paar Mal über Budget Skins gesprochen. Und die AWP Exoskeleton gehört ja mal auf jeden Fall dazu. Allerspätestens, jetzt in CS2. Absolut geiles Ding. Jetzt natürlich die Frage, wie macht ihr mit? Wie könnt ihr das Teil gewinnen? Ihr geht in die Beschreibung. Dort findet ihr einen Link zu unserem Discord-Server. Wenn ihr auf dem Server seid, müsst ihr einmal die Regeln durchlesen und bestätigen, dass ihr sie gelesen habt, damit wir hier keine Scheiße bauen. Und wenn ihr das getan habt, habt ihr den vollkommenen Zugriff auf unseren fantastischen Discord-Server. Darin findet ihr den Channel Weihnachtsfest. Zum Zeitpunkt dieses Videos wird hier dann ein Eintrag sein für das erste Türchen, für das erste Giveaway in diesem Monat. Da drückt ihr ebenfalls einmal auf das Emoji. Dann habt ihr teilgenommen, bekommt ihr eine kleine Bestätigung und dann wird am Abend ausgelost, wer gewonnen hat, um ungefähr 18 Uhr. Und der Gewinner schickt uns dann eine schöne DM, mir oder einem anderen Mod auf dem Discord und dann klären wir alles ab. Und so wird das jetzt den ganzen Monat laufen. Das heißt, wenn ihr teilnehmen wollt, nicht nur an dem heutigen Giveaway, sondern auch an dem von morgen oder dem von übermorgen oder dem wunderbaren 24. Türchen, dann würde ich euch empfehlen, auf den Discord zu kommen. Werden wir jetzt in Zukunft auch mehr mitmachen wollen und dementsprechend ist hier jeder herzlich willkommen. Außerdem auch, wenn man mal irgendwie Mates braucht oder was zum Traden, irgendwie Meinungen braucht oder Informationen, Wissen, haben wir alles da und es soll natürlich nur noch mehr werden. Dementsprechend ist jeder weitere Teilnehmer eine Bereicherung und darüber freuen wir uns natürlich. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder auf dem Discord, da sollte euch geholfen werden. Und damit sind wir tatsächlich fertig für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, auch für die 2000 Abonnenten und die 112 weiteren, die wir inzwischen haben. Crazy. Wir haben noch eine lange Reise vor uns und ich habe mega Bock. Euch wünsche ich natürlich einen wunderbaren Start in den Freitag und ebenfalls ins Wochenende. Genießt die Zeit und ebenfalls natürlich auch die kommende Weihnachtszeit, der Abschluss des Jahres. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch natürlich viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.